Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband. Wir wollten ja letztes Mal wieder Banditen jagen, aber die Banditen sind relativ kaputt. Ich habe nachgeschaut, welche Mütter zwischendurch gespielt habe mit der Kopie, aber ja, nicht so wusste, was ich denn auch ausprobieren soll. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich jetzt den Königreich anschließen muss. Das wird wahrscheinlich den Nords nicht so gefallen, aber mit den Nords muss ich jetzt sowieso nichts gerade machen. Dann, tja, wir müssen an Geld kommen, deshalb, weil wir haben extrem schwere Truppen. Wenn wir dann Krieg gegen die Kanatkergitten haben, mache ich wenig. Ich muss mich anders irgendwie gegen die, also darf nicht allzu viel gegen die kämpfen, sozusagen. Tja. Außerdem muss das wahrscheinlich noch relativ lange es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis wir hier im Dorf etwas machen können, weil die geben einfach keine Quests. Das ist das größte Problem. Oh, ich weiß nicht, ich habe etwas vergessen. Der ist nicht so mehr zu schnell, der Bandit. Ja, das wird jetzt mir auch die ganze Zeit gesagt. Von jedem der Frauen, die ich drin habe, wird mir das jetzt gesagt, was ich endlich machen muss. Und man bekommt es aber trotzdem nicht über. Ah, ist nicht hier. Mist. Ich muss mal kurz fragen, was sie denn will, wo es denn ist. Was? Wir haben kein... Hä? Wir haben gar kein... Ding. Marschall? Hm. Ja gut. Aber der Suno-Marschall wird... Warte mal, Ding. Oh nein. Doch, der Suno-Marschall wird... Ja. Doch. Gehen wir mal zum Banditenlager. Das weiß ich jetzt, wo es ist. Das will ich euch ja nicht vorenthalten, damit einfach kurz sagen können, wo dann Banditen sind, wenn wir mal brauchen. Ja, wieso haben die keinen Krieg gegen die Rodoks? Wahrscheinlich, weil sie eben kurz einfach Waffenstillstand haben, dadurch nicht angegriffen werden können. Die Mathilde ist wieder hier. Tja, Waffenhändler. Ja, die haben sowieso nie etwas. Zwar, dem muss es halt wieder besser gehen, damit die wieder halt etwas haben. Also, dann müssen wir mal wieder einen Inventarplatz, also drei Inventarplätze geben, damit wir mehr Brot mitnehmen können. So, und irgendwas wollte ich auch noch skillen. Auf Intelligenz, genau. Oh, ich habe viel von euch gehört. Man sagt, eure Waffenkundigkeit ist selbst den tapfersten Männern ebenbürtig. Vielleicht werde ich eines Tages meinen Mut mit dem Eulen messen, sei es in einem Turnier oder dafür mit der Herren. Nicht annehmen, die ist nämlich nicht gerade gut geeignet. So ein Mist. Ja, gehen wir wieder zurück und dann nach Praven. Oh, da haben wir die Waldbanditen. Tja. 1,9, hä? 2,3, ja, die können wir erreichen. Gehen wir zum Dorf, hä? Wird wahrscheinlich nichts bringen, aber wir gehen zum Dorf.
Also jetzt noch ist noch nichts los, gell? Es wird erst nachher damit wichtig wegen dem Nordskrieg. Wir müssen auf jeden Fall noch zum König, gell? Dann gehen wir nach Praven, aber zuerst doch ins Dorf. Aber zuerst gibt's mal einen Krieg, hä? Bisschen Schlachten hier. Krieg gegen die Banditen. Ich muss einfach ein bisschen die Ritterfarm hochstufen. Da hat es nämlich richtig schlechte Ritter dabei. Was ist denn das Ding? Das ist ein Karawanenmeister. Okay. Aber ich sollte vielleicht nicht so runtersteigen, damit ich drauf hoffen werde. Ich muss hier raus. So, wenigstens ein. Ich muss sehr viele Level-Ups kriegen. Deshalb muss ich dann ein bisschen schlachten. So, weil sonst sind wir in Bedrängnis. Da mache ich ja auch diese Versuche, weil ich habe wirklich manchmal sonst keine Chance mehr. Ich bin dann bankrott, muss ich natürlich ein paar trotzdem hochladen und wieder laden und ja, dann geht das Let's Play halt einfach zu lange. Sklavenjäger. Das sind jetzt mal höhere. Ich glaube, die Kleinen können gar nichts mehr besiegen, wenn sie nicht mehr hoch gelevelt. So. Fußsoldat. Waffenknechts. Genau, machen wir Waffenknechts. Das war ein perfekter Kampf. Schön. Ihr seht, ich bin hier auf 94. Hab recht weh gemacht. Also, die verkaufen wir. Oh, Graf Amda vom Sarantischen Sultanat des Herats. Ich glaube, es wird extrem oft hier Verrate. Es sind oft Verräte. So, Verräter im Umkreis. Oh. Graf Pleisis. So, wir gehen. Oh, der Ries. Der Ries hat mich mega böse irgendwie. Ich glaube, wegen einem Kampf oder so ist er mega böse auf mich geworden. Dann habe ich eine Quest angenommen. Von einem anderen, dem Anführer, also dem Marschall von, also der von Zuno. Und habe dann mehrere Quests gegen ihn gemacht, um ihn zu schwächen. Um ihn zu, ja, dass er nicht mehr so angibt und so weiter. Und plötzlich hatte ich minus 69 Beziehung zu dem. Das war schlimm. Tja. Kann man eigentlich von unten, muss ich da nicht rein. Vielleicht mal versuchen, ob wir von unten an ihn rankommen. Oh, sogar von hier. Aber erst hier reden, hä? Ja, ich muss die annehmen, auch wenn ich die nicht kann. Tja. Wenn wir weiternehmen, gut. Da ist ja der König. Prima, komm schon. Ja. Oh. Tja, immer die gleichen Quests. Also immer die eine Quest. Sicher auf dem Gemach. Aber das wäre gut. Eigentlich schon. Ich möchte unbedingt den von Sunan. Sumo.
bin bereit. Das muss man nicht hören. Ja, seht ihr noch. Dieses Beschwerding nervt mich ja, also extremst, haben wir bis jetzt nicht gezeigt. Aber es ist wirklich langweilig. Also vor allem versteht man fast nichts. Ja, was habt ihr denn für Schrott? Ey. Die Fälle könnte ich kaufen, aber ich bekomme wahrscheinlich die Quest überhaupt nie über. Marktplatz Warenhändler. Wo haben wir jetzt die... Das ist Flachs. Wir haben überhaupt keine. Das ist das Problem. Sind so Säcke. Es ist Mehl und nicht Getreide. Tja. Gehen wir nach Suna wieder. Und dann ist geil. Oh, Bauer. Ja, Asgard. Dachte ich mir schon. Ah, oh, der wieder. Rüstungshändler. Edelmannheim. Oh. So schön aus. Lederjacke. Ich wollte irgendwas noch machen. Ah ja, ich wollte dem Gildenmeister mal ein bisschen helfen. Der ist irgendwo hier drüben. Nein, hier. Wieso bin ich hier gestartet? Da unten ist er. Hier sind die Händler direkt. Da ist zum Beispiel Waffenhändler. Ach, du bist... Bist du irgendwo anders plötzlich? Du warst doch immer hier. Ah ja, in Suna ist das, was er hier ist. Okay, dann müssen wir hier suchen. Ohne gute Quests machst du hier überhaupt nichts sowieso. Nein, eigentlich gehen die... Nein, ist es Suna, wo die hingehen, gell? Ist er hier oben? Ist er das? Ja. Ja, easy. Das ist eine leichte Quest. Eingenistet, dort sind sie. Die wollen Data natürlich gerade annehmen. Wir haben 27 Kampfvorteil. Lol, sind die beritten? Die sind beritten. Ich hab geübt. Ich habe extremst geübt. Ich habe ja gegen diese Kanat Kegidin gekämpft. Und musste natürlich immer vom Pferd angreifen, weil die auch beritten waren. Wie deinen besiegt. Ich bin so gut. Da bin ich überrascht, dass ich so gut bin. Aber gegen Botenkämpfe ist es auch relativ leicht. Gegen andere Beritten ist es zwar auch leicht, aber... Ja, nicht so, natürlich. Das ist schon krass, hä? Wie man da fetzen kann. So. Seht ihr, so ist es natürlich viel besser. Drei Ansehen.
Verhältnis mit Braun hat sich verbessert. Wir machen am besten beide. Ach, Braun würde ich leben gerne. Ja, gut auskommen und eine Ding kaufen, ein Haus oder so. Machen wir das, bevor wir noch Ding haben, hä? Das war eine nervtötende Quest, aber wir machen's. Ja, also nach Huxal haben sie gesagt. Hey, nein, ich wollte... Hey, das ist böse! Hey, ich wollte ein anderes Banner. Hey, das ist doch böse! Wie kann man das wieder ändern? Da war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe einfach geklickt. Ich will das gute Banner. Also wollen wir das Banner. Ist schon schön, aber... Es ist relativ... Kann man hier auch nicht ändern. Hey, ich nehme dieses Banner. Das sieht nämlich richtig gut aus. Wisst ihr, ich mag nicht so gestrichelte Banner. Ich will flache Banner. Das ist relativ schön. Ich mag extra. Komm, wir lassen's. Wir sind so wilde Barbaren. Also sieht wirklich wild aus. Das ist ja cool. Okay. Freut mich. Du bist der Kämpfer, hä? Du bist was? Hey, das, das Spiel ist manchmal einfach zu schnell. Du bist auch eher Kämpfer, aber auch Spurensucher. Eisenschwarte, Stärke. Ah, du bist auch die Werferin, hä? Haben wir eigentlich irgendwelche Sachen? Haben wir Wurfwaffen? Nö. 13, 14 haben wir da, 16. So, sieht auch besser aus. So. Sieht zwar nicht so schön aus, aber besser. Siebenundzwanzig, vierzehn, hä? Willst du zwei Hand nehmen? Ich nehme zwei Hand für ihn. So. Prima. Also. Blödes Banner. Weißt du, kriegt man nicht sofort. Man kriegt es einfach plötzlich über. Blum, ploppt so. Blum. Voll richtig fett. Schon Frieden? Ich wollte gegen die kämpfen. Ja, jetzt werden wahrscheinlich die Kanakergits angreifen. Die haben extrem Ding belagert. Was ist da oben? Dirim. Die haben extrem Dirim belagert. Ich habe alle getötet, bin dann aber beim letzten Kampf tödlich verwundet worden. Also bewusstlos verwundet worden. Und ja, hab dann aufgegeben. Hey, ich will nicht, dass du dorthin gehst. Hey! Knuda. Okay, gehen wir nach Knuda. Können wir alle ein bisschen besuchen, treffen. Können wir da reden. Prima.
das nervig mit diesen Rindern. Ich hätte es doch nicht machen sollen. Sind aber auch viel zu dumm. Wenn sie nur ein bisschen weniger dumm wären. Prima. Also. Dann gehen wir zuerst mal dorthin. Hä? Ist immer noch keiner. Ich brauche unbedingt einen Sklavenhändler. So, machen wir das weg, hä? 18 ist gut. Das weg, das weg. Und... Tja. Da ist jetzt jemand, hä? Ja, haben wir. Machen wir. Ja, haben wir. So haben wir 21 Minuten. Jetzt gehen wir das mal ausreichen. Und dann gehen wir nach Knuda. Knuda ist dort hinten. Die wollen wahrscheinlich ein Ding machen. Ein Gehör... ja, wie sagt man dem? Einfach ein Fest für die... Für die Friedens Ding, ja. Dass wir Frieden gemacht haben mit den Nords. Aber auf jeden Fall geht es jetzt schon viel besser, als ich hier getestet habe. Ich werde natürlich später nicht mehr so viel testen, aber jetzt momentan, wenn es so schlecht läuft bei uns, müssen wir einfach ein bisschen auch vortesten. Also ich. Ja, das Spiel kann manchmal richtig unfair sein. Da muss man ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und das möchte ich nicht im Kampf, also im Let's Play machen. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen konzentriert wegen dem Ausweichen. Da haben wir zwei. Ich hoffe, ihr bleibt so vorne. Es sind gar nicht mal so viele, wahrscheinlich... Habe ich sie einfach zu stark verwundet schon. Es ist relativ gut auszuweichen, weil die Gegner schießen immer dorthin, wo ich zuletzt war. Und wenn man ein bisschen auf die Seite geht davor, wenn sie schießen, eigentlich auf die Seite geht, treffen sie uns nicht. Es ist unmöglich, dass sie uns treffen. Bist du ein Feigling? Lol, der hat mich den Kill geklaut. Der allein ist tot, also verwundet. Kampfunfähig. Jerry muss auch, aber das ist ein Fehler wahrscheinlich. Ja? Da ist irgendwo einer oder zwei. Dort oben. Wir tun nach Bogen dann mal ein bisschen skillen, aber noch nicht jetzt. Es ist wichtig, Intelligenz. Weil wir haben ein paar Skills, die brauchen Intelligenz. Hey! Wo ist der? Da oben irgendwo. Das Problem ist einfach, dass in diesem Radius der Pfeil irgendwie automatisch irgendwo hinfliegt. Seht ihr, jetzt habe ich direkt eigentlich getroffen.
getroffen. Gut, Barduk. Ja, ohne Rückzugsmöglichkeit fahren die bald von den einen nach dem anderen. Bei dem entschlossenen Angriff zum Opfer. Ihr Versteck und unrechtmäßigen Besitz zu ihm gehören nun euch. Ja, wenig aber. So, jetzt gehen wir noch dorthin, hä? Und im nächsten Part machen wir dann was mit dem Marschall, hä? Ich hoffe, dass es der richtige wird. Ich glaube, es ist noch niemand, denke ich mal. Der Marschall ist wahrscheinlich sogar korrupt gewesen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ich habe ja nichts gelesen davon. Wir sollten schon ein bisschen mehr lesen. Naja, ich habe alles angeschaut, was hier aufgeploppt ist. Räume die langen und die haben nicht ausgeschlagen, hä? Heiligen Gott. An, das ist eine einfache Quest. Ja, habe ich. Lochebad. Ja, habe ich. Ich sag die ganze, ja, habe ich. Nehmen wir nicht an. Wir wollen es ja nicht provozieren. Oh, blonde Haare. Ist eine Pfeife. So, dann kommen die Damen hier ran, hä? Prima. Sonst haben wir noch niemanden hier, hä? Also, dann beende ich mal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir gehen im nächsten Part mal schauen, was im Dorf für einer da ist. Vielleicht heiraten wir den, damit wir das Dorf beschützen können. Und machen Krieg mit den... Ja, weiß auch nicht, welchem Volk. Tschüss!